Hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ich werde heute im Laufe des Spiels mal auf die Neuigkeiten in der Release-Version eingehen, die ich in meiner Community-Preview noch nicht vorgestellt habe. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten und auch was Größeres, das ich vorstellen möchte. Darauf gehe ich aber später ein. Jetzt baue ich oder fange ich erst nochmal an, ein bisschen was weiterzubauen und während es dann so am Laufen ist, erzähle ich euch ein bisschen noch was drüber. Zu der einen Sache kann ich aber gleich was sagen, und zwar betrifft die auch den Baumodus. Und zwar, wenn ich was baue, kann ich momentan das Ganze auch im Pausenmodus bauen. Also sprich, nicht ich aktiviere den Pausenmodus hier unten, sondern ich sage dem Spiel, hey, ich plane hier was, das wird aber bitte noch überhaupt nicht gebaut, das plane ich einfach bloß für später. Ähnliches gibt es so mit den Blaupausen in Anno zum Beispiel. Da baut man einfach, ohne dass Ressourcen verschwendet werden, und wenn man es dann braucht, schaltet man einfach den Pausenmodus in diesem Baumenü aus für dieses eine Gebäude. Ich zeige es euch einfach mal. So, was macht man am Anfang erstmal? Ich würde sagen, wir bauen noch mal zwei, drei Hütten. Oder noch mehr. Machen wir erst noch mal zwei. Und zwar könnt ihr hier oben irgendwo hier. Nein, wo könnt ihr das? Planungsmodus hier anmachen. Genau. Und dann schaut es hier auch schon so wie Blaupausen aus, das Ganze. So, und wenn ihr es dann aufbaut, seht ihr gleich, das war jetzt eigentlich, glaube ich, sogar ein Fehler. Das lassen wir mal hier weg. Ich wollte es ganz woanders hinbauen eigentlich. Blaupause ist an. Ich nenne das jetzt einfach mal Blaupause. Und das bauen wir hier unten hin. Eine Hütte, noch eine Hütte. Und dann komme ich, baue drei Hütten hier hin. Ihr seht auch, die werden gleich im Pausenmodus gebaut. Braucht also, wie gesagt, überhaupt keine Ressourcen bis dahin. Erst wenn ihr dann später hier sagt, komm, jetzt könnt ihr das bauen, dann werden auch Ressourcen verschwendet oder verwendet, benutzt, wie auch immer. Praktische Sache, finde ich. Ist auf jeden Fall nützlich. So, was ich jetzt als nächstes auf jeden Fall mal brauche, ist für die Zukunft. Ressourcen, nein. Nochmal, Gemeinschaft, Unterkünfte, da war's. Zuflucht baue ich mal eine. Und dann baue ich auch gleich die nächste. Das ist alles noch im Pausenmodus, wie auch immer man das nennt. Wir nennen die selber. Planungsmodus, genau. Das sind jetzt zwei Sachen. Okay, für die Zukunft, wie gesagt, die eine Hütte hier werde ich schon mal freischalten. Die müsste jetzt dann eigentlich auch. Nein, mache ich als nächstes bauen. Hier oben muss ich es freischalten. So was. Genau. Und dann ist das Zeichen weg und dann wird es auch gebaut. So, dann mache ich hier noch eine Kleinigkeit, bevor ich jetzt auf die weiteren Details eingehe. Eine Schneiderei. Ich habe hier unten zwei Recycler und habe zwei Siedler frei. Das heißt, ich könnte mir jetzt mal eine schöne Schneiderei noch hinstellen. Ressourcen. Wo haben wir denn die Schneiderei? Da unten ist die Schneiderei. Die stellen wir uns. Wo stellen wir die hin? Würde ich sagen, machen wir sie mal hier oben, gleich neben den Schrottplatz hin. Da haben wir eine Schneiderei. Die brauche ich auch nicht im Pausenmodus. Die kann gleich gebaut werden. Die ist relativ dringend. Was fehlt da? Benötigt Stoff. Ja, ich weiß, wie gesagt, nicht, was der mit dem Stoff macht, aber ja, von 12 Stoff habe ich ja eigentlich schon ein bisschen was. Von daher wird passen. Und dann werde ich auch gleich noch weitere Recycler bauen. Die sind einfach wichtig, und da irgendwie ins Hintertreffen zu kommen, das kann ich mir nicht leisten. Machen wir mal den einen daher. Und den zweiten machen wir gitterrät daher. So, komm. Dich gebe ich auch gleich in Auftrag. Weil ich bei dir mal sage, dich bauen wir als nächstes. Die höhere Priorität hat jetzt mal der Recycler. Der wird auch ein Stoffi werden, und der hier unten, der, denke ich mir, wird mal Metall werden. Und dann bin ich da erstmal mit den Grundzügen versorgt.
Genau, so lassen wir das mal. So, und wenn das Ganze jetzt mal im Ansatz gebaut wird, die kleine Info, wo ich euch noch geben wollte. Und zwar, die wichtigste Neuerung, finde ich persönlich, die reingekommen ist in die Release-Version, sind die sogenannten Plünderer oder Raider. Die greifen also spontan eure Siedlung an. Das Ganze wird passieren ab dem Midgame ungefähr, so circa Season 30 wird es losgehen damit. Also bis dahin solltet ihr schauen, dass ihr, ja, nennen wir es mal, gewisse Vorbereitungen getroffen habt, Gebäude errichtet habt, bestimmte. Ihr müsst dazu was erforschen, ein bisschen Materialien bauen, bestimmte oder produzieren. Und ja, was das genau ist, also wenn die Plünderer kommen, dann könnt ihr euch entscheiden. Zahlt ihr ein Tribut, also einen Teil von euren ja, Sachen, die ihr auf Lager habt, oder bekämpft ihr die ganzen Plünderer? Dazu müsst ihr Gebäude bauen, die ihr, wie gesagt, erstmal erforschen müsst. Was im Einzelnen sind Wachtürme, mit denen könnt ihr je nach Geschossart das Leben oder die Moral der Plünderer reduzieren. Also je weniger Leben die Plünderer haben, desto schwächer ist der Angriff. Und je weniger Moral die Plünderer haben, desto kürzer ist der Angriff. Ihr könnt in den Wachtürmen Geschosse verschiedene einsetzen, und zwar Metallprojektile und Gummigeschosse. Beide produziert ihr in der Munitionsfabrik, benutzt oder braucht aber dafür unterschiedliche Materialien. Für die Materialien, also ihr braucht für die Geschosse, für die Gummigeschosse braucht ihr zum Beispiel Plastik, und für die Metallprojektile braucht ihr halt Metall. Als Hauptzutat braucht ihr aber Schwefel. Schwefel ist eine neue Ressource, die gibt es in Hügeln und da speziell dann in Minen, die ihr natürlich auch noch bauen müsst. Da könnt ihr dann Schwefel abbauen und in eurer Munitionsfabrik dann in eben Gummigeschosse oder Metallprojektile umbauen, verbauen, produzieren, wie auch immer. Des Weiteren gibt es noch einen Sirenenturm. Der reduziert, wenn er angeschaltet ist, die Moral der Angreifer. Wie gesagt, sobald die Moral auf Null ist, fliehen sie. Sirenentürme benötigen aber zwingend ein Stromnetz. Also ihr seht schon, ihr müsst auch Strom erforscht haben, bevor ihr einen Sirenenturm sinnvoll einsetzen könnt. Wachturm habe ich ja schon gesagt. Und dann gibt es noch Barrikaden. Da gibt es fünf verschiedene. Was es im Genauen ist, kann ich euch noch nicht sagen, aber auf jeden Fall beeinflussen sie die Geschwindigkeit der Angreifer. Und je langsamer sie sind, desto mehr Zeit haben eure Verteidigungsanlagen, die Angreifer entweder zu schwächen oder zu demoralisieren. Also das Ganze greift ein bisschen ineinander. Müsst ihr halt aufpassen. Ihr könnt auch den Türmen zum Beispiel unterschiedliche Geschosse in Auftrag geben oder zum Beispiel sagen, der eine Turm, der hier steht, der schießt mit Gummigeschossen und der Turm, der hier steht, der schießt dann mit Metallprojektilen. Also feine Sache, wie das dann im Spiel so greifen wird, bin ich immer gespannt. Dauert jetzt allerdings noch ein bisschen, bis ich dahin komme, aber wie gesagt, auf jeden Fall eine feine Sache so im Grundzug. So, und jetzt muss ich mich mal kurz um meine Siedlung kümmern. Ich habe nämlich gesehen, Schneider wird demnächst gebaut. Der hier ist so gut wie fertig. Da fehlt noch ein bisschen Schrott. Aber ansonsten passt soweit. Dann machen wir hier gleich noch mit den zwei Siedlern, die wir haben, einen Schneider, einen Sondierer. Dann sind wir da auf der sicheren Seite. Nahrungsmittel sind natürlich auch schon knapp. Ist toll. Sollten wir aber vielleicht noch hinbekommen, weil hier kann geerntet werden. Hier wird auch schon fleißig geerntet, so wie das ausschaut. Beziehungsweise wurde fleißig geerntet. Können wir da schnell noch irgendwas machen, dass da mehr kommt? Okay, der eine Sondierer ist noch nicht fertig. Dann mache ich hier noch schnell einen Bauern. Wasserträger reduzieren wir noch. Machen wir noch einen Bauern. Okay, und bis die fertig sind, mache ich jetzt noch mal ein Anbaufeld hin. Das ist nämlich auch sinnvoll. Nahrung, Anbaufeld, dann können wir die andere Ressource produzieren. Sag ich nochmal schnell, wo müssen wir da hin? Daher. Na, Quarre, ich wollte einen Platz lassen. 16 mal 16. Und hier können wir dann
Ja gut, ist noch gar nicht im Ansatz gebaut. Von daher können wir da auch noch keine Sache vergeben. Und dann haben wir noch. Das dauert alles noch ein bisschen. Ich müsste eigentlich noch ein wenig warten. Dem kann ich. Na gut, dem kann ich was sagen, ja. Jetzt kann man weg. Hier ist dringend noch Schrott benötigt. Und hier. Ja, wird eigentlich noch alles benötigt. Das Haus da oben ist dann auch bald an der Reihe. Ah, hier kann ich noch alle Ressourcen abbauen. Achso, ich habe keine freien Siedler mehr, dann kann ich das lassen. Also nochmal auf die Plünderer zurückzukommen. Ich finde echt, das ist eine coole Aktion. Inwieweit das für Stress während dem Spiel sorgt. Also das bleibt abzuwarten. Ich kann es mir schon echt schwierig vorstellen. Ich bin jetzt in Season 5, habe jetzt also kaum was aufgebaut. Und wenn ich bedenke, ab Season 30 ungefähr wird das Ganze ja zwingend notwendig, sag ich mal. Oder wahrscheinlich muss man gleich am Anfang erstmal ein paar Mal Tribut zahlen, bis man überhaupt dahinter kommt, was man alles aufbauen muss, wie es funktioniert. Oder bevor man überhaupt das alles erforscht hat. Es gibt ja noch einen kleinen Forschungsbaum, wo man das alles erst erforschen muss. Für die Forschung muss man Wissen generieren. Das Wissen dauert ewig. Also, muss sagen, Saison 30 ist schon sportlich. Echt sportlich. Naja, wir werden sehen. Wir sind erst in Saison 5, gleich Saison 6. Haben jetzt dann erstmal die erste Dürrephase vor uns. Freue ich mich auch schon ungemein drauf. Also, Wahnsinn. Total toll. Naja, gut. Ist so. Kann man jetzt auch nicht ändern. Wir kriegen es hin. Jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass hier alles am Laufen ist. Schaut's denn aus mit meinem Nachwuchs? Das dauert jetzt nochmal ewig. Das heißt, ich werde jetzt den Bauern nicht noch mehr in Auftrag geben können, beziehungsweise nicht noch an Bauern machen. Ich werde jetzt hier meine Schneiderei versorgen müssen. Okay, mit Stoff ist sie versorgt, reserviert 14. Okay. Der macht jetzt erstmal die Hütte hier, oder? Oder was macht er jetzt am Anfang? Ich habe ja nicht mehr viel. Ich habe die Hütte noch. Der Recycler ist am Arbeiten. Okay, also er macht jetzt erst die Hütte und danach wird er zur Schneiderei kommen. Ja, soweit eigentlich in Ordnung. Ja, soweit kann ich eigentlich auch noch mal hier einen dazu tun. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Macht der schon? Ja, schau. Ist schon unterwegs zur Schneiderei. Was macht er? Der bringt bestimmt irgendwelche Ressourcen. Lagert Ressourcen um, genau. Da oben auch eine. Lagert auch Ressourcen um. Fehlt uns dann eigentlich nur noch der dritte Baumeister. Was macht der gerade, der dritte Baumeister? Wir haben den David, das ist der. Die Janet, das ist die da oben. Und dann haben wir noch Madison. Der ist momentan noch. Na, jetzt ist er Baumeister. Der war wohl irgendwie. Na, doch. Auch irgendwie beschädigt. Na, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Er hat sich auf jeden Fall darum gekümmert, dass hier das Feld anfangen kann zu arbeiten. Beziehungsweise angefangen wird, die Bäume abzureißen, dass da überhaupt was angesät werden kann. Okay. Dockt jetzt gerade wieder ein bisschen mit dem Bau, dann werde ich jetzt noch einmal ein bisschen vorausplanend hier irgendwas machen. Zwar wollte ich noch eine Plantage bauen, jetzt habe ich allerdings für die Plantage hier nicht mehr genug Platz. Würde ich sagen, baue ich sie da unten hin, oder? So. Machen wir da die Plantage hin. Da hat er ja auch noch genug zu arbeiten. Okay, also, lassen wir es nochmal durchgehen. Wir haben drei Recycler für den Stoff. Einen Recycler bekommen wir dann für Metall. Wir haben eine Schneiderei. Wir haben hier Unterkünfte geplant, also nochmal drei Hütten und
zwei Zufluchten. Dann haben wir... Ah ja, genau. Eins wollte ich noch machen. Diesen diagonalen Weg wollte ich mal probieren. Und zwar müssen die ja immer entweder hier über die Bamba laufen, durch die Bamba laufen heißt, oder sie benutzen den Weg. Und ich möchte von der Zisterne zum Busfrack einen Weg bauen. Ein Schotterweg. Schauen wir mal schnell, wie kann ich den bauen? Mit Shift kann ich den Baumodus ändern. Ich möchte es aber möglichst vielleicht von hier irgendwie so bis darauf machen. Ja, das lassen wir mal so. Gehen wir mal von weiter hinten noch. Mal schauen, ob mich der Weg später stört. Schaut ein wenig komisch aus, aber... wie gesagt, ich habe es in meiner Community-Preview schon gesagt, es wäre gut, wenn wir die Hütten dann auch so im 45-Grad-Winkel drehen könnten. Dann würden sie da auch besser hinpassen. Aber gut. Vielleicht füllen wir dann die Lücken irgendwie mit Stadtverschönerungen auf, ich weiß nicht. Vielleicht reißen wir es aber auch bei Gelegenheit wieder ein und bauen sie dann irgendwie hierher noch oder... Ja, keine Ahnung. Wird sich im Laufe der Zeit bestimmt irgendwas finden, was man da noch ändern kann. Oh, wie schaut's denn aus mit der Schneiderei? Ist jetzt da genug da? Nö. Die Hütte ist fertig. Okay, Sophia wurde geboren. Riley wurde geboren. Noah wurde geboren. Das heißt, an Kindernachwuchs fehlt es mir jetzt erstmal nicht. Was mir fehlt, ist jetzt freie Arbeitskraft. Dauert jetzt aber noch bis fast in die Dürre rein, bis die erwachsen werden. Das heißt, ich kann nicht mehr wirklich allzu viel machen, ne? Na gut, dann werden wir uns erstmal mit der groben Stadtplanung weiter beschäftigen. Schaut's aus, was machst du? Du bist hier oben noch am Abholzen, Abbauen, Abdingsen, Schrott sammeln. Du könntest dich mal auf eins beschränken. Also da, die Hausruine hast du schon teilweise abgebaut, das Auto ist schon weniger geworden. Du könntest mal eins nach dem anderen abbauen. Nicht so wild durcheinander. Da war es noch gar nicht zum Beispiel. Ein bisschen komisch, möchte ich sagen, was du da machst, aber okay. Oder was ihr... Wie viel sind's denn? Einer. Okay, was du da machst. Ja, das wäre schon nicht unwichtig, dass ihr jetzt einmal wieder hier irgendwie in die Pötte kommt. Ich nehme mich mal komplett raus. Ich brauche ich hier nicht. Ich brauche dich hier oben. Wird da schon was angebaut? Nee. Also ich brauche dich echt hier oben. Da brauche ich auch noch keinen. Null. Komm. Ich brauche hier alle, die wir haben. Wir haben zwei zur Verfügung. Die müssen alle hier arbeiten. Wir brauchen dringend noch Nahrungsmittel. Wasser, muss ich sagen. Schaut cool aus. Also das, was wir jetzt da gemacht haben. Hier oben ein Wasserreservoir und hier unten. Schaut echt gut aus. Da haben wir 900 und hier unten haben wir 1000 oder so. 1100. Ja, auch. Okay. Also das bringt doch was. Vielleicht kann man dann hier nochmal irgendwie was machen. Aber gut, im Moment würde ich sagen, passt es soweit. Ja, wie gesagt, dann planen wir lieber nochmal ein bisschen weiter. Wir können hier nochmal ein bisschen Weg außenrum bauen. So, dann sind unsere Recycler alle irgendwie zusammengefasst. Die können wir dann hier unten ein wenig weiterbauen. Was ich gerne nochmal schauen würde, Technologie, was kostet so eine Forschungsstation? Metallwerkzeuge und Plastik, also da können wir noch überhaupt nicht dran denken. Da, die brauchen wir auch Metall und Plastik. Okay. Metall habe ich also noch gar nichts, klar, ich habe den Recycler noch gar nicht angefangen. Was macht ihr eigentlich gerade alle? Ich mache hier mal als nächstes bauen. Ihr braucht jetzt nicht hier groß für Nahrung sorgen. Also zumindest das, was angebaut werden kann. Es wird sowieso eine Dürre kommen. Also vorher braucht ihr nichts machen. Schaut lieber, dass wir hier an die Produktion kommen.
Aber hier knappe Nahrungsmittel, ne? Ja, genau. Ja, wenn meine Bauern endlich mal hier ernten würden, dann wäre das auch kein Problem. Ah ja, alle Trends, was macht der gerade? Lagert Ressourcen und was hat er dann dabei? 100 Lupine, okay, und der? Hat nichts dabei, aber erntet gerade, oder? Geht essen und trinken, ja toll, okay. Ja, okay, hilft nichts. Erforschungsstation wollte ich daher bauen. Kann ich eigentlich auch gleich schon mal irgendwie so einplanen? Kann ich die so hier bauen? Kann ich da hinten vielleicht noch wegen Wasserreservoirs und so bauen? Genau, machen wir es mal so. Dann bauen wir hier auch gleich unseren Schotterweg außenrum. Sobald wir dann das nötige Plastik- und Metallwerkzeug haben. Apropos Metallwerkzeug. Auch was, wir brauchen eine Ressourcen- und eine Werkstatt. Auch relativ dringend. Die machen wir auch gleich, würde ich sagen, hier daneben. Neben die Schneiderei. Auch im Planungsmodus, das machen wir jetzt alles im Planungsmodus erstmal und schalten es dann nach und nach frei. Immer wenn wir mal genügend Materialien haben und so, dann schalten wir wieder irgendwas Neues frei. So, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen Schneider, den haben wir. Und dem sagen wir dann auch gleich, was er machen soll. Der soll Halstücher machen. Mit Halstüchern kommen wir also erstmal locker aus. Brauchen wir auch, ja, am wenigsten, beziehungsweise das ist das Einzige, was wir momentan machen können. Okay, dann würde ich sagen, sag mal dem Recycler hier gleich noch, du kannst jetzt gebaut werden. Ah, cool. Wir werden also trotzdem freigeräumt da oben. Baufläche freiräumen, Strahlung entfernen. Okay. Also das wird trotzdem gemacht. Okay. Ja, in Ordnung. Wenn man das weiß, passt es. Da oben ist auch schon die Strahlung entfernt, glaube ich, oder? Ne, noch nichts. Noch ein bisschen Strahlung irgendwo. Und hier ist verdammt viel Strahlung. Da ist aber auch schon ein bisschen was passiert. Ja, okay, also gebaut wird nicht, aber es wird zumindest schon mal der Grund und Boden vorbereitet. Auch gut zu wissen, weil es da braucht ja auch ein bisschen Ressourcen, bis das alles erledigt ist. Okay, aber ich würde sagen, für den Moment in diesem Video war es jetzt erstmal. Ich hoffe, es war ein wenig interessant, was ich euch erzählt habe über die Plünderer. Ich freue mich schon drauf. Wie gesagt, es dauert zum Glück noch ein bisschen, aber letztendlich freue ich mich schon irgendwie drauf. Und ja, dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall nochmal kurz die Erinnerung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like auf das Video da und nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keins meiner weiteren Videos. Und dann sage ich, ja, was sage ich denn? Ja, bis bald und tschüss und bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao.